Hinter dem hohen Gras geht es zum Kaholi-Friedhof, wo Pokémon die letzte Ruhe finden. Ihre ehemaligen Trainer besuchen sie dort. Ah, der kommt von weit her. Es gibt hier auch einen Friedhof? Krass. Zum Kaholi-Friedhof. Oh. Unser allerletzter Wille, hier zu ruhen in ewiger Stille. Unser letzter Wille, immer mehr Promille. Wow. Okay. Heißt das, hier gibt's vielleicht schon Mimikyu? Was war das denn? Ach, da ist ein... Oh, das kann sein. Mal gucken. Wenn ja, dann... Aber es ist ja halt nur ein Geist-Pokémon und kein... Elektro-Pokémon. Geist-Fee. Geist-Fee. Aber kann Elektro-Attacken. Oh, hier gibt's schon mal Nebulak. Also, wenn ich... Also, wie war das? Neburak? Ne, Komma, Burak? Genau. Neburak. Wir haben's auch. Türkan, Neburak. Ja, ich nehme also ohne Spaß, wir sind jetzt irgendwie nicht schlechte Menschen oder so. Wir haben wir haben eine sehr diverse Pokémon-Truppe und wir haben es gerade besiegt. Ja, okay. Ja, macht nichts. Kommt bestimmt wieder eins. Scheiß auf Pokepause mal. Ja, also das, wie gesagt, kann ich offscreen machen. Oh, ein TM. TM100 Vertrauenssache. Und was macht das? Was soll ich denn erzähl ich dir im Vertrauen. Das ist mal so eine Sache. Es macht Sachen im Vertrauen. Ich guck's nach und du kämpfst gegen dieses Nebulak. Und ich fange es. Los geht's, Hulk Hogan. So, diesmal nehmen wir nur Blut. Und dann hier, Vertrauenssache, Typ normal. Senkt den Spezialangriff des Ziels um eine Stufe. Mhm. Wirkt auch, wenn der Schutzattacken benutzt hat. Mhm. Okay. Schlägt fehl, wenn das Ziel die Fähigkeit Lärmschutz besitzt. Mhm. Aber ein Geist-Pokémon brauchen wir jetzt auch nicht für irgendwas, oder? Lol. Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise seine Konzentration. Oha. Der Spezialangriff des Ziels sinkt. Psch, psch, ey, ich trage keine Unterwäsche. So funktioniert Vertrauen. Level 9. Türkan erlernt Zertrümmerer. Wow. Ich hab gestern deine Mutter gesehen. Beim Einkaufen. Genau, beim Einkaufen. Okay, Das Pokémon. Dass sich ein Nebulak in der Nähe aufhält, erkennt man hauptsächlich an einem süßlichen Duft. Sehen kann man es fast gar nicht. Oh. Oh, sehe ich. Okay, Nebulak. Nebulak? Komma, nee, irgendwas. Ja, genau, Burak. Ja, wir haben jetzt Türkan, wir haben Burak. Wir haben eine schöne Truppe. Ja. Auch sehr angsteinflößend. Ja, ins Team oder in die Box? Das ist jetzt die Frage, brauchen wir wirklich ein Nebulak? Nö, brauchen wir eigentlich, obwohl es... Es gibt was kannst du, zeig mal den Bericht, was kannst du für Attacken, wenn es Giftattacken hat, mitnehmen. Mhm. Oh, Hypno. Hm. Aber sonst nur Schlecker als Attacke. Nee, dann lass ja, ab in die weg. Box. Irgendwann kann man sich mal drum kümmern und dann... Asylpolitik hier. Lass mal in die Box, kümmern können wir uns später. Ja, so ist das halt. So. Oh. Super Trank. Aber dann gibt's hier offenbar noch keine Mimikyu. Schade. Vielleicht ja doch, aber. Der will kämpfen. Da ist noch ein Ball. Nehmen wir die alle mit, die Kämpfer? Nehmen wir mit, klar. Okay. Hallo. Na, um wen trauerst du? Wenn ich den Pokémon-Friedhof besuche, habe ich immer Tränen in den Augen. Habe ich immer Tränen in den Augen? Oh, warte mal, ich mach mal hier ein bisschen mehr Licht. Langsam wird's dunkel. Schon so früh Angestellter Keanu Reeves fordert dich heraus. Ja. So. Schon besser. Ne? Angestellter Keanu Reeves fordert dich heraus. Ja. Da dachte ich bei dem Namen jetzt auch schon dran, ja. Dickter. Alola Dickter. Oh ja, Mann, das will ich ihm wegfangen. Ich will das aufpassen, haben. Aufpassen. Bodenstahl. Bodenstahl. Also kannst mit geil, Feuer. Geil. Ja, hätte ich als erstes eh gemacht, also. Boom! Quote errat der Monstrando. Lol.
Props für die Animation. Ja. Patrick erreicht Level 10. Reiskorn, jawohl. Yeah, Mogelhieb. Ja. Ja. Sandwirbel, Energiefokus. Energiefokus. Gut. Sandfokus. Ja. Energiewirbel. Energiewirbel. Ja. Mogelhieb. Angestellter Keanu wurde besiegt. Ach, mein Kleines. Nein, ich werde nicht weinen. Oh, jetzt können wir ihn ja mal fragen, was, um was trauert er dann. Vielleicht dafür sagt hat er keinen, ja, keinen großen Weg, um sein Pokémon zu beenden. Es lebt in meinem Herzen weiter. Das ist das Wichtigste. Bla, 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 bla. Ja, heul noch lauter. Oh, Cowgirl. Applejack. Ich werde nur Attacken verwenden, die mein Pokémon geliebt hat. Wer bist du, Peter Maffay? Ich bin sehr, sehr klar. Pokémon-Züchterin Applejack fordert dich heraus. Die heißen jetzt Pokémon-Züchter, ernsthaft? Wow. Was für ein Ball war das? Der war grün. Hab nicht drauf geachtet, aber ich denke mal, es wird ein Nestball gewesen sein. So ein Camouflage-Muster? Hm. Weiß ich nicht, habe ich nicht genau gesehen. Ich habe nur grün gesehen. So. Oh. Los, Step. Hulk Hogan, setz Glut ein! Haben wir eigentlich noch genug AP auf Glut? Ach, Take that ass for me. Take that ass for me. Ja, 20. Wenn wir einen Pikachu haben, müssen wir ihm Rutenschleif beibringen und es Nicky Pikachu nennen. Nicky Pikachu. Hildegard gewinnt 360. Yeah. Die Xbox. So, okay, rechts war doch auch noch so eine Holzhuse. Okay. Genau. Boing. Hier liegen meine Hoffnungen und Träume begraben. Sie waren eine Familie für mich. Aber anstatt Trübsal einzublasen, möchte ich Ihnen einen heiteren Anblick bieten. Wer ist Trübsal? Ja. Oh yeah, Gentleman Winfried. Glatzeder aus dem Dschungelcamp. Der freundliche alte Mann, der so lieb. Ach, guck mal, das war gerade ein Luxusball. Hm. Ja, typisch für so einen Gentleman. Aber Makuhita, oh, war ja... War Geist auf Kampf effektiv? Warte, ich schau mal. Ich glaube nicht, aber... Ich glaube, ging... Also Kampf ging nicht auf Geist-Pokémon, aber leider haben wir gerade... aber wir haben kein Geist-Pokémon, stimmt es? Nö, ist neutral. Ich hau's einfach mal so. Wird schon werden. Ist nur Level 9. Step-Taktik. Aber der hat Verteidigungswerte, wie es aussieht. Spezialverteidigung. Was ist das denn, Abschlag? Okay. Armstoß. Ist das nicht eigentlich ein... Achso, mein Flamiao ist ja noch gar kein Unlicht. Genau. Stimmt, jetzt wird es aber auch erst ab der dritten Stufe. Beschmutzt. Komm schon, klappt trotzdem. Ja. Nochmal Sandwirbel, aber jetzt wird's langsam noch lästig. Sehr lästig. Lässt sich aber doch hoffentlich. Oh, was? Nicht dein fucking Ernst. Das kann aber nicht wahr sein. Ich tausche gleich super? Das Pokémon aus. Ja, ohne Spaß. Das ist unfair, ey. Einschläfern, würde ich sagen, ne? Oder wir können einfach draufgehen mit Türkan. Hm. Flug ist effektiv. Hm. Einschläfern und dann Türkan. Ja. Boah, guck dir das an. 1 KP pro Treffer. Sieht irgendwie aus wie so eine Macarena-Animation. Hey, Macarena. Ah, hi! Hey, Makuhita. So. Ja gut, dann tausche ich schon mal auf Türkan. Meinst du? Nicht, dass der direkt einen raus hat. Ach guck mal, der hat jetzt sogar Zertrümmerer gelernt, Türkan. Ja. Jetzt haben wir sogar einen Kampfmove. Aber den hätten wir ja durch. Ja, aber Armstoß, was soll ein Armstoß schon machen? Ja, okay, Typ normal, ne? Ja. Gilt das noch als sehr effektiv oder neutralisiert durch den zweiten? Neutralisiert durch Flug, aber ey, viermal. Hey, immerhin. Ja, es schläft, ja. Und jetzt richtig hart reinlunzen. Schnabel. Ja, mit Schnabel. So richtig hart. Boah. Alter!
Ja. Krass. Sehr effektiv. Ne? Dass das so einen Unterschied macht. Na gut, dann los, los, Turkan. Mach es fertig. Klappt. So, dafür können wir auch mal ein bisschen Pflege springen lassen. Kling, kling, kling. Hulk Hogan erreicht Level 15. Und versucht Feuerzahn zu lernen, auf jeden. Ja, eine physische Feuerattacke. Weg mit Heuler. Achso, ja. Aber ich denke mal, wenn es sowieso einen besseren Angriff hat als Spezialangriff, dann... Ich schau mal gerade nach auf hochoffiziellen Seiten. Mhm. Oh, Junge, er lernt Sandwirbel. Hey, Junge! Hey, Junge! Makuhita, lass mich jetzt bloß nicht im Stich. Nicht du auch noch. Jetzt stirbt es auch. Oh Gott. Wie geht's? So traust du dich mir unter die Augen zu treten? Ich fass es ja nicht. Ja, ist ein physischer. Feuerzahn ist ungefähr fast 20 Punkte besser. Ja. Ja, und dann können wir gleich mal in die... Ich guck mal gleich in die Stats, ja. Genau, gucken, ob der irgendein Wesen hat, was nicht neutral ist. Bericht. So, was haben wir denn hier? Neutrales Wesen. Aber, warte mal, was... Oben, Angriff. Ja, aber Angriff ist zumindest... Noch ist es... Ja, aber ist schon der größte Wert. Eben. Angriff und Initiative. Dann wissen wir zumindest, wohin die Reise geht. Ja. Na. Ja, okay. Ja. Liebt es zu essen. Das könnte ich sein. Ja, ich will noch mal schnell ins hohe Gras und gucken, ob eventuell doch noch... Vielleicht raschelt ja auch was mal. Aber es sieht nicht so aus, sonst hätte es schon... Nee, wilde Draschel gibt's hier nicht. Die gibt's nur in Höhlen. Aha. Mhm. Naja... Da ich sowieso alles mitnehme. Ja. Oh, Level 9. Meinst du, es wird durch Schlecker... Ja, ich gehe lieber auf... Abschlecken. Mal. Abschlecken. Bist du sicher? Ja. Wehe, wenn es stirbt. Es ist nicht gestorben. Aber mehr Schlecken will ich nicht. Würde ich aber Glut machen. Na, wenn es verbrennt. Ich will nicht. Ich versuche einen Pokéball. Jetzt schon? Ja, es wird. Okay. Schon. Kennst du übrigens schon den Superfang? Ja. Na! Ah, da muss sich der Pokéball nur einmal drehen. Und wann passiert der Superfang eigentlich? Ach, zu einer sehr geringen Chance. Ich guck mal nach, wie hoch die ist. Ich versuch's lieber trotzdem nochmal. Ich will das nicht. Oder ich nehme gleich mal den Heilball. Heilball! Und dann schicke ich's in die Box. Hahaha. Oh Mann. Aber es sieht schön aus, dieser Heilball hier. Okay, das war eine schlechte Idee. Ah, soll ich wirklich Glut einsetzen? Ich hab Angst. Ich versuch's. Es wird nie gut gehen. Oh, es ist gut gegangen. Gut zu wissen. Ja. So. Jetzt aber. Fangtipps, Fangquote. Da, Schnäppchenfang heißt es offiziell. Man erkennt seit der fünften Generation, bla bla bla. Wenn das Wurfkreuz des Balls einem Zischen ähnelt, schließt sich der Pokéball mit dem Pokéball in der Luft. Er fällt nicht sofort zu Boden, sondern wackelt einmal in der Luft, einmal auf dem Boden und dann gibt's das Fangergebnis. Muss nicht immer erfolgreich enden, tatsächlich. Ja, aber die Chance ist dementsprechend höher, weil es nur einmal wackelt. Ja, in den Spielen der Einer-Region wird diese Art des Fangs noch als Superfang bezeichnet. Das Phänomen beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Art von Pokéball und hängt vor allem davon ab, wie viele Pokémon bereits im Pokédex registriert wurden. So, hier. Pokédex. Oh, pardon. Hört man ein Schluchzen in einem leeren Zimmer, handelt es sich dabei eindeutig um ein Opfer von häuslicher Gewalt, um einen Streich von Traumfugel. Ah, natürlich, das ist es. Ja,
Das so erklärt man Kindern häusliche Gewalt. Ja. Schön. Hallo, das ist Traunfogil. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Traunfogil ist verheiratet mit Nir Burak. Nir Burak ist ein gewalttätiges Geist-Pokémon. Und weil Geister auf Geister sehr effektiv sind, wie nennen wir sie denn? Ich weiß es nicht. Irgendwas mit Haaren. Mit L'Oreal. Wie, wenn, was macht man denn dafür ein... So eins? Ja, mach mal. Nehme ich's einfach. Weil ich es mir wert bin. Beworben von Lena Meyer-Landrut. So, ab in die PC-Box. Oder war das Paulina Roszynski mittlerweile? Ich weiß nicht. Ah, die sehen auch alle gleich aus, diese Logos. Aha. So.